ein neues Buch ist erschienen, das Jahrhundert der Reformation im Dekanat Leutershausen. Ein 300 Seiten dickes Werk mit viel Text, aber auch vielen Fotos und Grafiken, herausgegeben vom mittelfränkischen Dekanat Leutershausen. Liest man sich hinein, begegnet man vielen Fragen. Wie viele Kinder hatten die frisch gebackenen evangelischen Pfarrer unseres Dekanats im 16. Jahrhundert? Wie oft mussten sie wieder heiraten? Bei der Geburt eines Kindes, wenn die Mutter starb? Wie lange blieben die Pfarrer bei ihren Gemeinden? Wer wurde verjagt, sei es als Trinker, wegen eines Vergehens oder aus Glaubensgründen? Dass die Pfarrfrau, die wegen eines Seitensprungs hingerichtet wurde. Das sind die neuerdings studierten Pfarrer, die an den oft noch recht neuen Universitäten in Wittenberg, Leipzig, Tübingen und so weiter ihr Examen machten. Waren sie dann in ihren Gemeinden eher begütert oder arm? Welchen intellektuellen oder auch verwaltungs- und führungsgeschickten, besonders herausragend begabten Menschen begegnen wir da? Alles dreht sich in diesem Buch im weiten Kreis um das Jahr 1528, damals, als die Reformation im Dekanat Leutershausen eingeführt wurde. Die Folgen dieses Umschwungs für das Leben und Glaubensleben der Menschen in den Kirchengemeinden sind eine riesige Herausforderung gewesen. Wir unterschätzen das heute sicher oft viel zu sehr. Über all das ist bei uns immer wieder einmal geschrieben worden und deswegen arbeitet das Buch zunächst einmal vor allem mit Zitaten aus bereits bestehenden Texten. Es ergibt etwa 900 Zitate aus rund 300 Quellen und 5 Jahrhunderten. So kommt eine große Zahl an Stimmen aus unterschiedlichen Zeiten zu Wort. Sie alle gemeinsam gaben und geben ihr jeweils eigenes Zeugnis von einer lang vergangenen, in ihrer Wirkung jedoch nach wie vor hochpräsenten Epoche, dem Jahrhundert der Reformation. Es wird berichtet und es wird erzählt, übereinstimmend oder auch widersprüchlich, was damals bei uns los war. Viele Zeugnisse über jene Zeit lagen bisher mehr oder minder weit verstreut oder schlummernd herum in Zeitungsartikeln, Fachaufsätzen, Gemeindebriefen, Internetseiten, Manuskripten und so fort. Es galt, dies alles neu zu heben und neu bekannt zu machen und in einem zweiten Schritt die sich mehr und mehr anhäufenden Fundstücke zu einem umfassenderen, aussagekräftigen Ganzen zusammenzuführen. Schon bald kristallisierte sich dabei ein Kanon immer wiederkehrender Themen, Fragen und Herausforderungen heraus, mit denen in jener Epoche die Kirchengemeinden des heutigen Dekanats Leutershausen besonders konfrontiert waren. Dazu zählt im Wesentlichen der Bauernaufstand von 1525, die Einführung der Reformation um das Jahr 1528 durch den Ansbacher Markgrafen Georg den Frommen, das existenzielle Ringen der aufeinander prallenden konfessionellen Positionen um Recht, Zukunft und Bestand, die Überwindung des priesterlichen Pflichtzölibats bzw. des ungeordneten Priesterkonkubinats zugunsten des verheirateten Pfarrers mit Familie, die Frage des Verhältnisses von kirchlichen und weltlichen Institutionen und deren beide aufeinander abgestimmte Rechte und Pflichten, unter anderem die Installation von kirchlichen Strukturen und Ämtern wie Dekanat oder Dekan, und die Suche nach tragfähigen, verbindlichen und vernünftigen Kirchenordnungen. Eine tiefgreifende Bildungskampagne auf gemeindlicher wie auch universitärer Ebene. Einschließlich schrittweise normierter Prüfungsverfahren durch katechetische Formulare, Visitationen und akademische Examina. Und nicht zuletzt durch alle Zeiten gleichbleibend Alltagsaufgaben des kirchlichen Lebens, wie die systematische Führung von Kirchen- und Rechnungsbüchern zugunsten einer geregelten, transparenten, nachvollziehbar dokumentierten Pfarramts- und Gemeindeleitung oder die Instandhaltung, Erweiterung oder Erneuerung von kirchlichen Gebäuden und deren Ausstattung, von den Glocken im Turm begonnen bis zum Taufbecken oder Gestühl im Kircheninneren und so weiter.
Den meisten dieser Problemlagen und Herausforderungen ist gemeinsam, dass sie mit mutiger Entschlossenheit, mit langem Atem und in gedanklich zielbewusster Klarheit gelöst wurden. Das heißt, es wurden Fakten geschaffen, Verbindlichkeiten hergestellt, sowie auf Nachhaltigkeit hin orientierte, tragfähige Rechts- und Verwaltungsstrukturen ersonnen, deren Wirkung zum Teil bis in die landeskirchlichen Strukturen der Gegenwart reicht. Schrittweise und in mehr oder minder gemeinsamer Anstrengung etablierten sich Bestimmungen, Anordnungen, Kompetenz- und Gewaltenzuteilungen, die auf die Herausforderungen reagierten, das neue geistliche Gedankengut nun auch in den harten und vor Ort gelebten Alltag zu überführen und die Neuaufbrüche in geordnete, verbindliche und kontrollierbare Bahnen zu lenken. Insbesondere die Durchführung von Visitationen sowie Landtags- und Synodenbeschlüsse repräsentieren diesen Ordnungs- und Führungswillen. Im zweiten Hauptteil dieser Arbeit steht der Thementeil. Das sind Auswertungen der Datenmasse des Erdenteils, statistische Übersichten, aber auch die Darstellung und Deutung theologisch begründeter und motivierter Neuaufbrüche jener Zeit. Dabei geht es exemplarisch natürlich um Luthers 95 Thesen, um seine vier Soli, um den Begriff evangelischer Freiheit in seiner kirchlich-regionalen wie international-weltweiten Umsetzung, um Fragen der geistlichen Erleuchtung und Faszination und die auch seelsorgerlich wirksame Kraft des Wortes, um Momente der andächtigen Besinnung an den durch Morgen und Abend bestimmten Grenzen des Tages, um die auch ökumenisch relevante Frage nach den Möglichkeiten oder auch Unmöglichkeiten eines Reformations- oder gar Luther-Jubiläums, um Bedeutung, Inhalt, Ort und Dauer einer universitär gebundenen Vorbereitung auf das kirchengemeindliche Amt der Verkündigung und anderes mehr. Soweit ein erster Einblick in das neue Buch, mit dem unser Dekanat als Herausgeber einen besonderen Beitrag zum 500. Jubiläum der Reformation leistet. Den Gemeinden unseres Dekanats wünsche ich eine gewinnbringende Lektüre, denn darauf kommt es am Ende der ganzen Mühe an. Das Buch kostet 18 € und kann in unseren Pfarrämtern bestellt werden.